Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Ja, in der letzten Folge war es nicht so toll, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe zwar doch noch ein bisschen was gefunden, aber ich habe nicht weiter... Och, Watson, musst du immer so im Weg stehen. Ich habe nicht weiter herausgefunden, ja, wo wir jetzt hier eigentlich haken. Das nervt mich ehrlich gesagt ganz schön. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn wir hier dauernd im Konzentrationsmodus durchlaufen. Da haben wir ja auch alles gemacht hier, ne? Ja, hier sieht man auch nichts mehr. Was ist das für ein komisches Bild? Okay. Ich sollte mich nicht von Kleinigkeiten ablenken lassen. Das Bild hatten wir ja schon mal angesehen, glaube ich, oder? Mr. Arneson with his prey. Oder wir hatten es nicht angesehen. Oh. Okay. Dann schreibe ich mir das mal eben auf, weil da steht nochmal 1862 drauf. So. Das hätte ich jetzt aber gedacht, das hätten wir schon gesehen. Haben wir denn noch andere Bilder hier irgendwie übersehen? Das scheint ja doch ein bisschen wichtiger zu sein. Die haben wir angeguckt. Ich muss jetzt immer warten, bis ich jetzt wieder drücken kann, bevor ich irgendwas verpasse. Oben sind auch nochmal Bilder. Hier ist sonst... Genau, steig mal einfach über die Leiche drüber, ist kein Thema. So, hier ist sonst nicht... Oh doch, Moment. Oh, ist nicht dein Ernst, dass ich jetzt die Bilder übersehen habe? Ich dachte, die habe ich alle gesehen. Das sieht krass aus. Why does it look so familiar? Das sieht wirklich... Doch, das ist doch dieser Turm, wo wir drin waren, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich schon. ich meine, das ist dieser Turm, wo wir drin waren. Haben wir denn hier oben noch irgendwas übersehen an Bildern? Das sieht mir hier so komisch aus, aber das ist, glaube ich, nur da reingezeichnet, ne? Also da reingemalt. Sieht aus wie so eine tote Biene oder sowas dran. Haben wir denn irgendwas Neues jetzt? Wir haben jetzt dieses eine Bild angeguckt. Okay. Können wir denn irgendwas mit den Gedankengängen eventuell jetzt machen? Das ist jetzt so meine letzte Hoffnung, die ich jetzt momentan noch habe, ehrlich gesagt. Das sind ja jetzt alles... Ah, hier, Fotografie von Jäger. Können wir auch nichts mitmachen. Ja gut, es hatte aber auch nichts mit Davy zu tun, muss ich dazu sagen. Hier können wir auch nichts machen. Das sind ja jetzt alles die alten Sachen, ne? Ja, das alles ist alte. Wie lässt sich das Schloss öffnen? Ja, da hilft uns die Fotografie vermutlich auch nicht weiter. Nee. Na gut, dann... Haben wir denn... Bei der Konzentration haben wir auch nicht mehr, ne? Schauen wir hier nochmal eben... Ob wir hier vielleicht auch noch irgendein Bild übersehen haben. Das eine haben wir uns ja angeguckt. Ah, ich warte jetzt wieder hier auf das... Komm, lass mich nochmal drücken. So. Aber hier ist immer noch nichts. Welches davon war jetzt nochmal falsch? Das waren zwei Sachen. Ja. Aber da haben wir immer noch nicht dieses, diesen wichtigen Hinweis. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Immer noch nicht diesen wichtigen Hinweis. Ist hier vielleicht irgendwas? Das Problem ist, manchmal ändern sich ja auch die Sachen, ne? Anscheinend jetzt nicht. Hier vielleicht irgendwie? Nee, ne? Da können wir auch nichts machen. Also wir müssen im Endeffekt... Nee, das war das
Bad. Nee, das war doch das richtige Zimmer. Wir müssen im Endeffekt hier... Da haben wir auch noch gar nicht so geguckt, fällt mir gerade auf. Diesen Schlüssel einsetzen. Was war das hier gerade? Das war aber nur irgendwie ein Defekt in dem Ding drin, habe ich so das Gefühl. Dich haben wir auch schon angeguckt. Unten haben wir jetzt da geguckt wegen den Bildern. Hier. Wobei, ich meine, ein neues Bild. Ich meine, gut, das hätte natürlich jetzt einen Hinweis darauf geben können. Theoretischerweise. Komm, lass mich nochmal drücken. Hier ist aber nichts. Theoretischerweise, wie es jetzt weitergehen könnte. Der ist auch noch dran. Das bringt uns jetzt im Moment auch nichts. Tja. Du warst das hier. Aber bei dir können wir auch nichts Neues... Ja gut, wir könnten theoretisch schon... Kann das sein, dass der sich... Aber wenn er sich doch davor erschrocken hat... Oder heißt das jetzt nicht... Weil der steht ja halt so blöd, ne? Der Kerzenständer ist ja normalerweise da hinten. Vielleicht heißt das auch so viel wie... Der ist hier um die Ecke geschlichen und das Ding ist fast umgefallen. Und dann ist er auf ihn zugelaufen und hat ihn dann nochmal niedergeschlagen. Das hier war nicht richtig, ne? Ja, das hier war nicht richtig. Das Problem ist, da kriegen wir halt auch nichts Neues. Ah, das eine haben wir aber schon mal... Moment, wir machen das jetzt mal eben anders. Nicht, dass das jetzt... nee, so nicht. Nicht, dass das jetzt tatsächlich irgendwo ein Denkfehler von mir ist. Also ich glaube es nicht, weil es sollte der Dolch sein. Aber wir probieren es jetzt einfach mal, weil ich bin jetzt gerade so verzweifelt. An intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, two people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Leute, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe hier so auf dem Schlauch gestanden, dass ich gerade schon Schluck aufbekomme. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich da was ändern muss. Ja, das waren die anderen Sachen hier. Moment. Tathergang. Haben wir jetzt auch. Oh mein Gott. Ja, jetzt können wir neue Kombinationen. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was wir jetzt machen können. Wo ist Mr. Arnson verblieben? Das ist jetzt komplett neu, oder? Da können wir gar nichts machen. Tathergang. Ich kann ja gar nichts anklicken. Hallo? Okay. Ah, Moment. Das kann ich anklicken. Nehmen wir jetzt mal einfach irgendwas. Okay, oder wir machen halt was rein, so dass der direkt was Grünes hat. Auch nicht schlecht. So. Dann. Keine Kombination mehr möglich. Die können wir jetzt auch nicht benutzen, ne? Ich glaube, wir können auch in erster Linie nur die grünen Sachen benutzen. Aber gut, Versuch wert. Gut, wie lässt sich das Gemälde öffnen? Ja, da haben wir ja auch nichts Neues, ne? Aber probieren tun wir es trotzdem nochmal.
Tathergang können wir noch einloggen. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ja, das war klar. Anstens Haus. Das haben wir auch alles schon gemacht. Fotografie ist zwar neu, aber bringt uns jetzt auch nichts. Wie kann ich an den Inhalt des rätselhaften Telegramms gelangen? Da bringt uns aber dieser neue Hinweis mit dem Bild auch nichts, gehe ich mal stark von aus. Ich klicke einfach wie immer nochmal alles an. Nee, aber da ist auch noch nichts. Was ist mit Davy passiert? Machen wir jetzt einmal als letztes noch. Da bringt uns der neue Hinweis aber auch nichts. Aber der Tathergang. Davy ist weggerannt. Hinter der Tür hält sich Eulas Bruder Davy versteckt. Hinter dem Pferdesymbol. Ah! Okay. Das heißt, wir können jetzt mit ihm reden, wenn ich das hier richtig sehe. Moment, das werden wir direkt mal versuchen. Hi. Davy, please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Ja. Müssen wir vielleicht seine Schwester holen? Ich weiß nicht. Die stand ja auch noch da. Ich meine, zu der wird er ja wohl Vertrauen haben. Wo stand die denn jetzt? Moment. Hallo? Ich glaube, ich bin einmal hier ums Gebäude gelaufen, oder? Wo ist denn die jetzt? Okay, die ist nicht mehr da. Das ist nicht gut. Ist sie ihn jetzt suchen gegangen oder ist sie jetzt verschleppt worden? Weil sie machte jetzt nicht so den Eindruck, als ob sie jetzt hier... Was ist eigentlich mit der Statue? Da ist aber nichts mit, ne? Nö. Sie machte jetzt nicht so den Eindruck, als würde sie jetzt hier den Tatort verlassen. Gut. Mehrfach mit ihm reden muss ich auch nicht, oder? Davy, please open the door. Machen wir erstmal das wieder rein. Wir haben immer noch nicht das Problem gelöst mit dem Safe oben. Wo war denn der jetzt? Auf der anderen Seite, ne? Ich finde es immer noch irgendwie komisch, dass wir hier nicht weiterkommen. Mal schauen. Kann man auch nichts... Das unten drunter ist im... Moment, was ist das? Da ist doch was. Wieso? Wird das später noch wichtig vielleicht? Oder muss ich vielleicht was anderes anheften? Irgendwie... Geheimes Schloss oder sowas? Was haben wir denn da überhaupt jetzt? Hinweis Waschbär, könnte der uns irgendwie helfen? Hühnerstall? Eigentlich nicht, ne? Tier mit Pferdesymbol, Tathergang. Also steht halt nicht drauf, dass man es anpinnen soll. Das ist halt jetzt das Problem. Deswegen würde ich sagen, ich bleibe beim Tatort. Aber, ja. Aber wie hilft uns das weiter? Irgendwie muss uns doch hier was entgangen sein oder so.
Oder die Tür unten, die können wir aber immer noch nicht öffnen, ne? Und das ist die Pferdetür. Die können wir immer noch nicht öffnen, ne? Nee. Wäre auch unlogisch, aber ich sag mal... Ich weiß nicht, irgendwas muss uns doch jetzt hier helfen können. Vielleicht irgendwas, was ich übersehen habe. Mal wieder. Als ich gescannt habe oder so. Müssen wir hier oben vielleicht nochmal rein. Mit einem normalen Scan. Da kann man auch nichts öffnen oder so, ne? Naja. A dashing portrait of Mr. Arneson. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Das hier stört mich halt. Also der Teppich, der sieht irgendwie so, weiß ich nicht, als ob da drunter eine Geheimtür wäre. Wobei das natürlich eigentlich unmöglich ist. Ja, das Bild kann man auch nicht angucken, ne? Was ist denn hier? Da war mal... Nee, da hing mal was auf. Das stört mich halt auch noch, dass da drunter was ist und wir da nicht rankommen. Was haben wir denn sonst noch? Fauna von Louisiana, ein Buch über wildlebende Tiere. Na gut, damit habe ich, glaube ich, recherchiert, oder? Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Abgetrennter Finger. Na gut, das hat jetzt hingewiesen auf den Waschbären. Das heißt, theoretischerweise müsste man den Waschbären dann nehmen. Ich weiß nicht. Kann man mit dem Waschbären vielleicht draußen noch irgendwas machen? Haben wir da irgendwas übersehen? Weil das war ja ziemlich weitläufig. Ist auch nichts, ne? Das kann ich hier wieder nicht drücken. Rums, ganz ehrlich. So, hier waren jetzt die... Da sind wir runtergegangen. Da kommen wir eigentlich wieder nach vorne. Ach, das ist ein... Was bist du denn? Achso, ich dachte, das wäre so ein Löwenstatue oder sowas. Okay, na gut. Ja, vor allen Dingen, sie ist ja auch weg. Das irritiert mich jetzt. Können wir nicht irgendwelche Spuren finden, dass wir sie erstmal finden und dass wir vielleicht dann sie retten können und dann den Jungen rausholen können oder irgendwie sowas? Wo geht's denn hier eigentlich hin? Da waren wir... Ah, nee. Hallo? Was war das? Ich werde jetzt niedergeschlagen, oder? Dear God! Watson, quick! Get her down! Aber sie lebt noch, oder? Sie hat sich doch gerade noch bewegt. Kann ich das? Ja, sie bewegt sich doch noch, oder ist das jetzt ein Reflex? Look at your marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. Nachricht mit Drohung. Denken Sie wirklich, dass hier in der Stadt das Leben eines englischen Detektivs mehr wert ist als das einer Bediensteten? Das ist die letzte Warnung, Mr. Holmes. Grub. Grub, das war doch der Poli... Also hier dieser Sheriff da, ne? Oder? Doctor? Watson, speak to me. How is she? We were just in time, Holmes. Eula is stable, but lucky to be alive.
We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy? Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right, I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Big sister's here for you. Davy! Oh, come here, you! Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Ja, aber mein Controller macht sich mal wieder selbstständig. So, mal schauen. Gerötete Augen, hat seit Tagen nicht geschlafen. Na gut, wenn er sowas mitbekommen hat, kann ich das nachvollziehen. Der ist wahrscheinlich traumatisiert, der Junge. Flachatmigkeit, verängstigt und aufgewühlt. Verheilende Schürfwunde, mehrere Tage alt, harmlos. Was haben wir denn hier noch? Müssen wir doch eigentlich noch ganz viel haben, oder? Da ist noch was. Aufgerissene Tasche, alte Kleidung oder sehr aktiv? Ja. Ich meine, gut, wenn er sich jetzt versteckt hat vor dem Kerl, der da eingebrochen ist, sage ich jetzt mal, und die Leute umgebracht hat, dann kann ich verstehen, dass er eine aufgerissene Hose hat. Blass und ausgezehrt, ist hungrig und steht unter Schock. Davy war wohl behütet, Davy wurde schlecht behandelt. Hat im Herrenhaus eine schöne Kindheit. Schreckliche Ereignisse, die zum Verschwinden schlecht... Was? Wurde vor den schrecklichen Ereignissen von Mr. Arneson schlecht behandelt. Nee, also das würde ich nicht sagen, weil wir haben ja auch dieses Bild gesehen und wir haben ja auch die... Ja, Briefe waren es ja nicht, aber diese Unterlagen da gelesen, wo es dann hieß... wie toll der sich macht und so weiter. Und ich denke mal, der war ja schon wohl behütet. Davy hat um sein Leben gefürchtet und sich 5 Tage lang in seinem Zimmer verbarrikadiert. Er ist ausgehungert, hat jedoch glücklicherweise keine bleibenden Schäden davongetragen. Davy hatte im Herrenhaus eine schöne Kindheit. Oh, Entschuldigung. An seiner Hand ist eine Schürfwunde zu sehen, wie man sie bei herumtollenden Kindern häufig vorfindet. Auch die aufgerissene Tasche dürfte seinem jugendlichen Tatendrang geschuldet sein. Ja, nehmen wir mal das. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Halt aufgrund der Fotografie und der Schreiben, die wir da gelesen haben. Ja, das nehmen wir an. Davy seems in good health. The bruise is a remnant of that awful night, perhaps even caused by the intruder, but he is otherwise unharmed. In fact, I believe life here was good for the boy. Arneson and the others cared for Davy. That may have allowed him to withstand such horrors. I need your help, Davy. We know that the man with the curved dagger is responsible for all this. You recognized the man, yes? The same one in the photograph in the office upstairs, standing with Arneson. Good. Please write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? Oh, dann bitte sag ihn mir. Bitte. Yes. I think I've got it. You have been very helpful, Davy. War er das? hallo Sherlock, kannst du einfach mal stehen bleiben? Also, der Typ heißt,
Also beziehungsweise der Typ mit dem Dolch ist Eschmod, wenn ich das richtig sehe. Kann man gar nicht richtig drauf gucken. Um den Schlüssel... Oh, Sherlock, ganz ehrlich. Um den Schlüssel zu finden, müssen wir die Treppen hoch? Und die Tür mit den zwei Schlüsseln? Da was machen? Moment, zwei Schlüssel, ist das das mit dem Bett da? Also mit dem, Oh, Davy, things you must have gone through. Das Schlafzimmer, so, das wollte ich eigentlich sagen. Ist das das Zimmer, das Schlafzimmer da von, ich weiß gerade nicht wem. Bevor ich jetzt aber hochgehe und hier vielleicht doch noch irgendwas übersehe oder vergesse. Sieht mir gerade irgendwie komisch aus. Was war das denn gerade? Ach, das war die Pflanze. Schaue ich hier doch nochmal intensiv nach. Ob wir hier vielleicht irgendwas übersehen haben. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Also, er meint, um den Schlüssel quasi für unten zu finden, müssen wir nach oben. Das ist die Schwertür. Da ist gar nichts dran. Ach, tatsächlich, da sind zwei Schlüssel. Haben wir jetzt hier irgendwas Neues? Oh, Moment. Hä? Hallo? Ich kann es öffnen, aber nicht nehmen, oder was? Bringt uns das jetzt irgendwas? Vor allen Dingen, wieso können wir jetzt nochmal das Bild angucken? Let's take a closer look. Ah, okay. 1879 hatte ich übrigens schon aufgeschrieben. Ja, genau. Siegelring, außergewöhnliche Form. Etwas ragt heraus. Knopf. Okay. Nee, falsche Taste. Ah, was ist das? Ein Safe? Okay, wir haben uns vier Zahlen aufgeschrieben. Einmal 1879. Nein, ich will... Ach so, ich muss mit dem rechten Stick. Okay. 18... Oh, das ist blöd hier. 1879. Das ist es nicht. Dann 1882. Das ist es auch nicht. Dann 1881. Ist es auch nicht. Dann hoffe ich jetzt inständig, dass es die letzte Zahl ist. Sonst drehe ich hier im Rad. 1862 ist das dann. Oh, danke. Sesam, öffne dich, haben wir freigeschaltet. Sehr schön. Oh, ich hatte echt Panik, dass die letzte jetzt auch nicht funktioniert. Rechnung der Waffenfirma. Lock and Load. Doppelläufige Schrotflinte, Kaliber 10, Reaper M142. Zusätzliche Dienstleistungen, Gravurarbeiten am Schaft, Gravurarbeiten am Griff, Gravurarbeiten am Verschlusssystem und Auszieher. Gesamtpreis 79,99 $. Okay, da ist auch ein Schlüssel. These should come in handy. Ich wollte gerade noch das Geld anschauen, aber dann halt eben nicht. Okay. War hier sonst noch irgendwas anderes? Nee, ne? Irgendwas. Ah, ich gucke erstmal kurz. Was haben wir denn bekommen? Moment, den Schlüssel. Tatort im Herrenhaus. Der Schlüssel für die Tür mit dem Glockensymbol muss sich irgendwo im ersten Stock befinden. An einem Ort mit einem... Also hier... Aber wir haben jetzt, ist das das Glockensymbol? Mehrere Schlüssel mit verschiedenen Symbolen drauf. Einer der Schlüssel ist mit einem Glockensymbol versehen. Ah, sehr schön. Charakterprofil von Davy, das ist jetzt nicht so interessant, glaube ich. Das heißt jetzt, den können wir unten benutzen, aber irgendwie können wir auch hier oben noch irgendwas machen. Können wir hier was machen, weil das hier so am Blinken ist? Ja, der Schlüssel, aber... Mit Pferdesymbol. Okay. Auf jeden Fall können wir neue Sachen auch aussortieren. Oder auch nicht. Geheimes Schloss. Das Schloss lässt sich mit Mr. Arnsons Siegelring öffnen. Ah, dann ist das auch grün. Sehr schön. Wo ist der Schloss? Das ist ein... der Schloss. Wo ist der Schloss? Wo ist der Ring natürlich?
Den können wir wahrscheinlich noch nicht finden. Ja, Garten hätte ich jetzt gesagt. Jetzt kann ich... Ah, jetzt komme ich wieder hoch. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mich aber nicht mehr bewegen. Sterbendes Pferd. Das können wir jetzt nochmal... Okay. Aber das bringt uns nichts. Oh. Ich habe nach links oben geguckt und rechts oben geklickt. Aber ist auch nicht schlimm. Gut, dann klicken wir hier halt nochmal die Runde durch. Wir sind ja heute fleißig. Wer weiß, vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir machen können. Okay, dann ist das zumindest schon mal raus. Sehr schön. Ich meine, nichts davon würde mir jetzt weiterhelfen, muss ich dazu sagen. Aber es ist ja so ein... Ja. Ich finde immer noch etwas komisches System. Dann ist das jetzt auch raus. Der Garten. Wir klicken uns einfach durch. So, Notiz. Oh, da ist schon mal ein Grün drin. Das ist cool. Okay. Ein Waschbär hat ihn sich geholt. Ein wildlebender Waschbär hat sich den Siegelring zusammen mit Mr. Arnsons Fingerstibitz. Der Dieb ging dabei nicht sonderlich subtil vor. Naja, gut, es ist ein Waschbär. Wie subtil geht ein Waschbär vor? So, wo ist Mr. Arnson verblieben? Das können wir wahrscheinlich noch nicht. Aber ich hätte gerne das hier auch noch gelöst. Können wir da nicht eventuell auch noch was machen? Ich klicke mich hier nochmal so durch. Moment. Ich weiß, das ist nervig, für mich auch, mit dem Durchklicken. Aber ich möchte halt schon gerne die Antwort hier noch rauskriegen. Nachricht mit Drohung. Rechnung der Waffenfirma. Ach stimmt, die haben wir auch noch gefunden jetzt. So, probieren wir noch ein letztes Mal hier. Ob wir damit noch was kombinieren können. Nö, aber anscheinend nicht. Na gut. Ich meine, wir sind immerhin schon mal einen ganzen Schritt weiter. Zumindest hoffe ich das. den Schlüssel, den können wir benutzen. Ein Waschbär hat den Ring. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich nochmal nach draußen wegen dem Waschbär. Aber ich werde jetzt erst noch den Raum... Ach ja, wir sind hier oben. Neue Belohnung freigeschaltet. Was? Wechsle? Was? Ach, das ist, glaube ich, aber nur mit den Klamotten, oder? Ja, ich glaube, das hat irgendwie mit den Klamotten zu tun. So. Also ich muss sagen, das hier, es nervt mich nicht, aber es zieht sich sehr, sehr lange hin. Achso, er macht es automatisch auf. Sehr schön. Jetzt haben wir hier mehrere Sachen. Das ist mir erstmal ins Auge gesprungen. Telegramm von R. Wie hoch der Preis auch sein mag, bezahle ihn. Ohne Obsidian, ein schwarzes vulkanisches Gesteinsglas, können wir keine Linsen zum Einsatz bringen. London ist unterwegs nach New Orleans und wird in 5 bis 6 Tagen eintreffen. Du weißt, wie mit Lieferungen zu verfahren ist. R. Ja, diesen Satz haben wir, glaube ich, jetzt schon 3-mal gehört, beziehungsweise gelesen. Aha, aha. Tiefe Furchen, Bett wurde bewegt, häufig Reibung, so, so. Okay, aber ich würde gerne vorher nochmal kurz hier die Sachen angucken. Okay. The scene is impossible, unnatural, but also familiar. Ich meine, das ist das, diese surreale Welt da, wo wir drin waren. Dense and disturbing notes. It's hard to follow. Das hat auch wieder was mit diesem komischen Kult da zu tun. Sonst scheint aber nur das Bett hier... Ah nee, Moment, hier ist noch was. A foreigner's clothes. By the looks of things from the Near East. Okay. Dann verrücken wir mal das Bett. Da ist noch was. Ah, eine Geheimkammer. Sehr schön. Wenn ich sowas sehe, denke ich immer, ich muss irgendwo runtersteigen oder so. Gesammelte Notizen mit Anweisungen. Folge dem Boten des Todes. Dann durchquere ohne Furcht die Flammen. Ach du Scheiße. Nach der blutenden Weide immer den Krähen nach. Meide Kreuze, die sich vor dir auftun.
Okay. Wird uns später, denke ich mal, noch nützlich sein. A black opal, cut and polished, easy to sell. Mhm. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Ich guck mal jetzt hier alles nochmal genau an. Ich meine, das ist ja nicht so viel. Wo ist Watson eigentlich? Der ist direkt schon mal draußen vor der Tür geblieben, vorsichtshalber. Achso, wir haben jetzt gar nichts mehr dran. Moment, schwarzer Opal. Fotografie vom Jäger. Telegramm. Also, wir können das mit dem Waschbär noch machen oder das... Ich würde sagen, wir machen das mit dem Waschbären erstmal. Dafür müssten wir dann aber nach draußen gehen. Moment. Wo sind wir denn jetzt? Achso, doch, wir sind unten. Doch, ist doch richtig. So, Uno, jetzt ist die große Frage. Wie finden wir jetzt die Spur vom Waschbären? Ist das jetzt rechts rum? Ist das jetzt links rum? Komm, lass mich das nochmal drücken. Kann man das vielleicht hier mit dem Ding sehen? Oh, Moment. Oh. Mit Pfeffer bestreut, von Waschbären gemieden. Mhm. Kann man aber nichts mitmachen oder so, ne? Moment, was war das jetzt? Das war, glaube ich, nur ein Bug. Okay, aber... Heißt das jetzt, wir müssen jetzt hier unten irgendwo rein? Ich meine, gut, das sind Waschbären, ne? Die werden sich wahrscheinlich jetzt nicht hier auf der Straße aufhalten. Nehme ich mal stark an. Sieht irgendwie so prädestiniert aus, finde ich, für so einen Waschbären, aber... Oder ist das wirklich irgendwas hier in der Nähe von diesem Baumstamm? Vielleicht irgendwo. Ich denke mal, so ein Waschbär würde nicht auf so einen, auf so einen dünnen Baum draufklettern, oder? Also wenn wir ihn im Baum finden, ich weiß jetzt nicht. Da waren die Spuren. Ach so, Moment. Hier waren ja auch noch Spuren. In welche Richtung gehen die denn? Eigentlich mehr so in die Richtung. Oh, Moment. Da ist noch was. Mit Pfeffer bestreut, schreckt Waschbären ab. Hier ist aber auf jeden Fall nochmal eine Spur. Moment, da hinten ist auch nochmal eine Spur. Hier sind alles Äpfel und die Spur geht hier weiter. Was ist das? Ah! Domäne des Langfingers! Einmal freigeschaltet, sehr cool! Ah, da haben wir den Siegelring und er hat ein A drauf. Sehr, sehr geil. Dann hoffe ich, dass dieser Teil mal bald abgeschlossen ist. Ich, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was wir hier sonst noch rausfinden sollten. So, ich habe jedes Mal, habe ich jetzt immer ein bisschen Panik, wenn ich hier rein oder rausgehe durch die Tür, weil halt das Spiel einmal abgestürzt ist. So, wo war das jetzt? Hier. Ah, das ist ja mal ein cooles Geheimzimmer. Also von der Einrichtung her nicht, abgesehen davon, dass hier ziemlich viele Spinnweben sind. Watson, ist alles okay? It's almost a piece of art. Als Kunstwerk. Naja, die Waffe selber vielleicht, ja. Okay, auch wieder viel Geld hier. Das ist sehr auffallend. Mr. Arnsons Notizen über Ashmat. Gesammelte Notizen, die Mr. Arnson über seinen Bediensteten Ashmat angefertigt hat. Eine dieser Notizen lautet, dieser verdammte Bedienstete. Wie kann er es wagen, der Bank in meinen Namen Opale zu veräußern? War er schon immer so ein Schlitzohr und ich habe es nur nicht gemerkt oder ist dies dem schlechten Einfluss seiner ausländischen Freunde geschuldet?
Ich muss mehr über diesen Kerl in Erfahrung bringen. Vor allem nach diesem rätselhaften Telegramm, das an ihn adressiert war. Ich habe es sogar Davy gezeigt. Er zeigt es im Kleinen. Weil ich mir keinen Reim drauf machen kann. Ach so, was hat es nur damit auf sich? Verstehe, verstehe. Weil er ja ein Genie ist. Okay, aber Davy kennt das Telegramm. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Kann man das... My Princess, my love, my heart. My Princess, my love, my heart. Fitting words. Danke fürs Wiederholen, Sherlock. Okay. Können wir da unten auch? Na? Ja, ich würde gerne... Jetzt. Hat der die jetzt gerade kaputt gehauen? Sah jetzt irgendwie so ein bisschen so aus. Schreibtisch, da ist auch noch was. Was haben wir hier? Liebesbrief von Mr. Arnson. Aha, niemals abgeschickt, so wie es aussieht. Oder der erste Versuch, kann natürlich auch sein. Meine liebste Lucy, bitte glaube mir, mein Sonnenschein. Sobald ich mich um die in den Sümpfen schwelende Finsternis gekümmert habe, kehre ich mit weit offenen Herzen zu dir zurück. Sei dir versichert, dass ich bereit bin, mich der ganzen Welt gegenüber zu meinen Gefühlen zu bekennen, die ich für dich hege. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, deine Hand zu halten und mich in deinen wunderschönen Augen zu verlieren. Für immer in Liebe, Errol. Okay, dann nehme ich mal an, ist das auch wichtig? Ah, das kennen wir doch, die Lusiana Nymph. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wer Lucy war. Ja, 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 okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwo erkannte ich den Namen doch. Brief den Northwood Agency, Mr. Arnson. Als Ihre Anweisungen eintrafen, begannen wir sogleich mit unseren Nachforschungen. Seien Sie sich versichert, dass wir unser Bestes tun werden, um den von Ihnen erwähnten Ort in den Sümpfen des Bay Au oder so zu finden. Wir müssen Sie jedoch darüber in Kenntnis setzen, dass es in den kommenden Wochen zu Verzögerungen kommen kann, da sich der mit dieser Angelegenheit betraute Detektiv derzeit in Europa aufhält. Wir empfehlen dringend, Ihre Funde bis auf Weiteres unter einen Tisch, in einen abschließbaren Schrank oder in einen Tresor sicher zu verwahren. Okay, E. Spears, Director der Northwood Agency. Aha. Da sind noch Waffen an der Wand und er scheint hier irgendwie so voll fasziniert zu sein. Aber da ist nichts mehr. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal in Ruhe an. Weil, ne, wir hatten ja jetzt schon des Öfteren was, wo man allerdings auch hin und her laufen musste. Okay. Nee, ich denke mal, wir haben wieder neue Gedankenspiele, so wie es aussieht. Das hier sind nur Hinweise. Das, ach so, das eine ist abgeschlossen, das heißt, das kann ich jetzt wieder anheften. Das haben wir ja irgendwie noch nicht so ganz. Siegelring, Inhalt des rätselhaften Telegramms. So, Foto, ah, nee, das haben wir ja schon drin. Ring mit eingearbeiteten A. Hat hier auch nichts mit zu tun. Verlobungsring. Champagnerflasche, hat auch alles nichts damit zu tun. Wie gesagt, ich klicke auch die Sachen an, wo ich genau weiß, die haben nichts damit zu tun, damit es einfach weg ist, ne? So, die Notizen, die werden wahrscheinlich wichtig sein. Puh, die sind sogar sehr wichtig. Davy könnte etwas darüber wissen. Ja, ach nee, das habe ich eben schon gesagt. Davy versteht sich gut mit Mr. Arnson und dürfte viel über ihn wissen. Vielleicht kann er etwas zu dem Telegramm sagen, das uns womöglich dabei hilft, Mr. Arnson zu retten. Okay, aber das war alles, was die wissen wollten. Das ist gut. Wo ist der verblieben? Können wir da auch schon irgendetwas Neues machen? Oder wahrscheinlich nicht, ne? Weil da ist, also... Nein! Ah. Falsche Taste. Ich verstehe das so. Im Endeffekt nur die grünen Sachen tragen dazu bei, dass wir da jetzt weiterkommen. Aber ich klicke trotzdem mal. Hier sind noch ganz viele grüne Sachen. Nachricht über Telegramm. Irgendwie hat das alles so ein bisschen damit zu tun. Schmeißen wir einfach mal alles in die Waagschale rein. Ah,
Mr. Arnson wurde an einen Ort in den Sümpfen verschleppt. Okay. Ja, sehr schön. Wir haben alles grün. Ach, ich finde das so cool. So, da müssen wir mit ihm drüber sprechen. Okay, verstehe. Das mussten wir dann erstmal freischalten. Ich hätte jetzt auch mit ihm gesprochen, aber klar, wenn man natürlich nichts hat, was man anpinnen kann, ist das nicht so gut. So. Davey, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arnson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davey. Watson, please copy down everything he writes. Okay, Inhalt des rätselhaften Telegramms. Ein rätselhaftes Telegramm, das für Ashmat bestimmt war. Mr. Arnson hatte es Davey gezeigt und Davey schrieb nun die Zeilen für uns auf die Tafel. Wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevensons wegweisenden Licht, die letzte Umarmung aller Auserwählten. Okay. Ja, wir haben endlich den Ermittlungsort abgeschlossen. Ah! Jetzt bin ich happy. Ich weiß allerdings nicht genau, wie es weitergeht. Moment. Liebesbrief? Wo ist sie denn? Angels, Sirs. All y'all lacking is a pair of wings. Okay, ich dachte, vielleicht kann sie mir da auch irgendwas zu sagen, aber okay. Das heißt, wir müssten jetzt ja theoretisch wieder zurück, ne? Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Können wir einfach ein Dings nehmen hier? Eine Droschke? Oder wie kommen wir jetzt wieder zurück? Weil wir müssen jetzt wieder zurück zu Lucy. Die ist ja da in dieser... Auf diesem Schiff, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, war sie ja. Kommen wir hier eigentlich so raus jetzt? Nee, ne? Müssen wir uns wieder den Umweg rausschleichen hier über... den Stall. Ja, gut. Ich meine, gut, wenn das Ganze natürlich abgeschlossen ist mit einem Schlüssel oder so, dann ist es irgendwie logisch, dass wir da nicht rauskommen. So, die können wir nicht benutzen. Ist auch irgendwie logisch, weil keiner da dran ist. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Können wir mit diesen Typen hier sprechen? Ah ja, okay. Are you able to help me? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Nein! Ich will doch nur wieder zurück. Ist das nicht der Typ, mit dem wir zurückkommen? Wir sind doch irgendwie von hier, glaube ich, gekommen, oder? Nee. Hier kam man nicht rein. Sind wir noch vor ein Stück weiter gekommen? Bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ist auch schon eine Weile her. Ah, okay. Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir wissen ja jetzt, wo wir wieder zurückkommen. Und ja, dass wir dann in der nächsten Folge direkt am neuen Ort beginnen werden. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt irgendeine Filmsequenz kommt oder so, wenn wir jetzt wieder zurückreisen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich freue mich darüber, dass wir das jetzt endlich abgeschlossen haben. Und ich freue mich darauf, euch dann in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.